Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadows of Doubt. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen herzlichen Dank, dass ihr einschaltet. Ja, ihr Lieben, wir sind in einem neuen Spielstand. Der andere war komplett verhunzt. Wieso, weshalb, warum? Wir sind durch die Etagen gefallen, wir sind durch die Aufzüge gefallen, wir sind in Wände geglitscht, wir sind durch Wände geglitscht. NPCs wurden extrem aggro ohne Grund. Fälle haben sich nicht mehr lösen lassen, obwohl alles da war. Jeder Beweis. Ja. Schade, wir hatten um die 8000 schon zusammengespielt. Und ja. Uns hat neu angefangen. Ist halt die schlechte Nachricht, aber das Gute ist, schaut Leute, selbst AAA-Titel haben Fehler. Passiert und alle sagen, oh geil, trotzdem AAA. Ne? Ja, das hier ist kein AAA-Titel, aber es ist ein geiles Spiel. Mir gefällt's. Ich kenne dieses Sci-Fi-Noir-Genre eigentlich nicht. Ich habe es immer eigentlich abgelehnt, aber ja, das hier hat mich irgendwie richtig fasziniert. Deswegen, gute Neuigkeit, ich spiele das weiter. Und ja, ihr lest richtig, Caption Tower. Ich habe die Map ein bisschen modifiziert. Ich habe ein paar Namen eingegeben. Schicker Eingang, muss ich sagen. Ich muss mich beeilen, das könnte sehr böse werden. So, jetzt geht's. Puh. Ja, ist schon ärgerlich, wenn man den Fall nicht lösen kann. Schnell, Hex, Hex. Ja, auch die Upgrades besonders. Das tut mir so weh mit den Upgrades. Und dann das mit dem Inventar, dass ich 2, 3 Slots mehr hatte. Oh je, das war genial. Ich habe jetzt schon ein bisschen was hier drin gespielt. Ne? Kennt mich, ich könnte mich da drin verlieren im Spiel und. Nee, danke. Hm. Nee, hier kein 0957. Dann probieren wir das mal. So. Achso. Dennis Hugo. Okay, dann ist das hier das Falsche. Ist nicht schlimm. Aber was wir machen können. Mal kurz. Wir haben ein Upgrade gemacht. Wenn wir jetzt hier das aufspielen, kriegen wir Geld. Ich habe schon auf verdoppelt. Wir waren auch schon beim Pfandleier. Wie war das? 0957. Ah, immer dieses nervöse klicke die klick klick. Würfel in der Küche, why not? Why not? Nee.
Medis, lass mir dir mal. Ja. Dann würde ich sagen. Okay, der dauert ein bisschen lang. Ein. Auf, lass mich. Wenn man gehockt ist, ist das so schlimm, wenn man entdeckt wird. Man kommt nicht direkt aus der Hocke raus und boom. Erste Schlag, zweiter, dritte. Die folgen. Wenn man Glück hat, sind es nur Schläge. Und die nicht gerade eine Wumme rausziehen. Ah, okay, das hier ist sowas Ähnliches, wo wir waren. So. Die Frage der Fragen ist folgende. Was haben wir für Infos über den? Lass mal kurz gucken. Komisches Geräusch draußen gehört. Ja, Dennis Hugo sagt mir jetzt nichts. Ja, aber wo genau wohnt? Ja, Käppchen Tower, das ist schön. Gehen wir nochmal dahin. So. Wieder jemand da. Nee. Nix. 16:01. Probier mal 16:01. Ja, der Caption Tower. Grüße gehen raus an dieser Stelle an meine Frau. Schick hast du es hier. Sicherheitswohnungen. Nein. Und nee.
glaube, das ist eine Wumme. Hab ich keinen Bock drauf. Ruhig dich, dann kann ich wieder hochfahren. Na los. Let's try it again. War das hier überhaupt? Ich hasse diese Wohnungen. Wir müssen eins höher, oder? Hier einmal Alarm ausgelöst, das haben wir hier richtig Rambazamba. Da braucht man einen richtigen Fluchtweg. Hallo. Nicht schlimm. Schade. Wiedersehen. Salut. Okay. Nur nix. Ja. Das ist wieder eine dieser typischen Missionen, wo ich mir sage, schön. Unbekannte Bürgerin. Eine Bürgerin. Das ist schon mal gut. Name, Fingerabdruck, kein. Brille, ja. Sichtbar. What? Zweite Etage. Okay. Bin ich down. Okay. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und es geht. So schnell, aber die nicht immer so los, los, los. Oh, ich werde angeschrieben. Hey, ne? Hey. Ja, ich glaube. Lololol. Oh, ist das eine schöne Aussicht hier.
Wow. Guck mal, das ist eine schöne Aussicht. Hast du schon mal gesehen? Bitte schnell, bitte schnell, bitte. Probieren wir mal unser Glück. Eine Liste. Hausmeisterei wäre hier cool. Hier ist keiner so. Oh, ein Kessel. Ah, ich vermisse das Geräusch. Guten Tag. Wie heißen Sie? Ja, das ist hier nicht schlimm. Oh, da ist noch jemand. Sag ich dir nicht. Na komm schon. Okay, danke. Schnarchen Sie leiser. Wir haben derzeit 5909. Ja, wir müssen jetzt unbedingt mehr Social Score-Punkte kriegen. Sonst können wir uns keine Wohnung holen. Boah. Krass. Hast du ein oh, nee. In ist Dancy, okay. Nix, tschüss. Es war ja. T. 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 Probier mir. Hinten wohnen aber zwei drin. Wer ist denn sie? Doch. Mache ich gerne sowas. Bünzeng. Okay. Aber nicht gleich so. Tschüss. Lass mich raus. Okay. Topwohnung für einen Single. Thomas Perkins. Das ist mir Thomas Perkins. Das ist so heiß. Nee, das brauchen wir nicht. Na. Wo stehen? Arbeitsvertrag. Und aber. Okay, das hilft mir jetzt nicht weiter, weil und Arbeitgeber, aber kein Arbeitsplatz. Oh. Also ich sage euch, die Bude hier von der Größe ist vollkommen ausreichend für einen Single. Also für einen Mann zumindest. Oder Handschellen. Ich auch. Okay, die Küche ist ein bisschen mini dafür. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber ansonsten. Kontoauszug. Machen wir mit. Wir wissen aber immer noch nicht, wo dein Arbeitsplatz ist, leider. Bro.
Ah. Arbeitslos. Okay. Das erklärt das. Thomas Perkins, warum kann ich das hier? Reden. Wo ist er? Boah, seid ihr bekloppt. Komm hier raus. Tschüss. Okay. Zählt der Fall als abgeschlossen? Oh, ich blute alles voll. Schön. Lösen. Auswählen. Kann ich. Warum kann ich. Eine Beschreibung. Okay, auswählen. Ach nö. Da. Das. Das hier will ich auswählen. Kriege ich das jetzt? Ne, ne? Ja, komm. Holen wir uns einen anderen Auftrag. Das hier war ein bisschen zu krass. So kann's gehen, ihr Lieben. Es ist nicht mal alles perfekt. Och, nö. Ciao. Ciao. Steck mich hier. Hier und sehen haben wir ein Problem. Lalala. Ja, wir gehen ein bisschen zu unbedacht an die Sache ran, beziehungsweise ich. Na, bestätigen. Denn. Den Brot. Ich habe nicht mehr all die Upgrades etc. Bin nicht mehr so diskret, die Leute geben mir nicht mehr so viel Informationen und. Also müssen wir damit klarkommen.
Kann ich mir nicht doch hier irgendwie eine kleine Bude? Leute, ist öde. Da. Komm. Geben wir mal ein bisschen Geld aus. Cheeseburger, da habe ich jetzt Bock drauf. Komm. Warum? Wir hatten ihn eigentlich verhaftet. Oh, sorry. Sorry. Komm, was haben wir hier in Aufträgen? Öffentliche Demütigung. Ja, toll. Nee, es ist garantiert jemand angreifen oder so, habe ich keinen Bock. Nee. Tausend, ne? Wenn das immer so hoch ist, dann ist das ein Auftrag über 10 Ecken. Nee, will ich nicht. Abriss ab. Aha. Ruf die Nummer an, genau. Nee. Das will ich nicht. Kriegen wir jetzt Social Score nur mit den Mordfällen, oder? Das ist jetzt die Frage. Aber gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sind bei 27 Minuten. Ja? Ist jetzt nicht perfekt gelaufen. Muss es auch nicht. Ihr kennt mich. Ihr kennt mein Motto. Es ist so, wie es ist. Ich muss jetzt hier nicht immer den geilsten, perfekten Spielablauf zeigen. Ja? Das ist unrealistisch. Oh, das hier sieht geil aus. Fehler passieren. Und ja. Wir geloben besser. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, also auch über ein Abo freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Nobody.